So, herzlich willkommen. Wir sind hier beim Tag 2 angekommen, beim Rider of the Year Contest 2021 auf Fehmarn. Wir sind hier wieder in Ort an der Hafenmole. Perfekter geht's nicht. Sonne ist draußen. Wind nimmt über den Tag, glaube ich, noch etwas zu, ist aber aktuell auch schon da, dass es reicht. Und hier sieht man direkt, Willem fährt mit linken Fuß vorne an und geht für einen Basissprung Brett nach oben. Wir sind hier beim ersten Heat der ersten Runde der Junioren 2021 hier im August auf der Sonneninsel Fehmarn. Willem gerade mit seinem ersten Trick und wir sind gespannt auf die kommende Action hier heute auf dem Wasser. Hier vorne stehen die ganzen Kiter ready. Als nächstes ist Luca dran. Ja, warte kurz. Jump und dann pack dahinter. Hinter Jump packen wir eine Punktzahl. 0,3. Als nächster Luca Meierhofer. Kommt so, wie ich das richtig verstanden habe, aus Süddeutschland, aus Bayern. Ganz hier hochgereist für den Ride of the Year Contest der Children of the Sea. Hier mit einem Slingshot RPX unterwegs, 12 Quadratmeter da drauf. Boots fährt er, Boots fahren eigentlich alle, Willem nicht. Aber ist auch kein Ding, weil es geht sowohl mit als auch ohne. Baut jetzt ordentlich Speed auf, Halbwindkurs, geht in die Kante. Perfekt, a Late Mo 5, nicht schlecht. Nicht schlecht, auch genannt Hinterburger, eine Rückwärtsrotation gestreckt mit einem eingeleiteten 540, 540 Grad Handlepass. Schöner Trick, schön gemacht, schöne Kameraführung. Nee, das dafür, das ist, das geht. So, sehr schön hier, so ziemlich. Da hat er auf jeden Fall den Maßstab schon mal ziemlich hoch gesetzt mit dem Trick. Der geht amtlich in die Wertung. Nicht schlecht. Hinterberger Frontside 5. Kann auch in der Suche eingeben. Nicht schlecht. Hier sieht man die Rider hier, Timo Riemenschneider. Ist eigentlich immer auf Fehmarn unterwegs. Local Hero. Stärke würde ich sagen, Kite Loops, ganz klar. Da sind seine Qualitäten. Fokussiert guckt er. Richtig im vollen Fokus. Ich weiß gar nicht, ob der uns hört. Den! Der ist doch noch gar nicht dran. So. Jetzt warten wir hier gerade auf die Scores der Judges. Die sind gerade noch am Rechnen für diesen gut performten Hinterburger 5. Sauber gemacht. Wo kannst du das Gitter einstellen? Willst du das Gitter? Ja. Echt? Sonst weiß ich nicht, ob der Holz dann gerade ist. Das ist ja, also das also, weil eigentlich brauche ich nur den Strich in der Mitte. So, jetzt Timo Riemenschneider. Fährt hier linker Fuß vorne, baut ordentlich Druck auf, hier mit diesen kleinen Hüpfern vorm Trick. Oh! Alter, back to blind mit Indy. Schön gemacht, lange gehalten. Beinahe fast ein Stifty. So würde der Grab heißen, wenn er die Beine komplett gestreckt hätte. Super schön. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass er den macht. Da sind die Eltern stolz. Hammer gemacht. Da sitzt sein Fanclub. Mega nice. Und clean gestanden. Die Judges sind konzentriert. Judges bei der Arbeit sind hier ordentlich am Hasseln. Mit der nice programmierten Judge-App. Linus Erdmann. Und Ferdinand Seidel. So, schöner Trick hier von Timo Riemenschneider. Schöner Grab, lang gehalten. Da freut er sich. Ja. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Gefällt den Judges. Gibt ordentlich Punkte. Jetzt für den Flügel. Aktuell in Deutschland, sonst in El Guna, Ägypten unterwegs. Hakt sich jetzt aus. Linksfuß vorne. Shifty rappt. 3-1-3 tatsächlich. Wesentlicher Unterschied, ob die Bar
übergeben wird in der Luft oder erst auf dem Wasser, in dem Fall in der Luft, was den Schwierigkeits- und Style-Grad natürlich etwas erhöht. Die Tricks setzen sich ganz einfach aus Style, Ausführung, Kontrolle und Risiko zusammen. Das bedeutet, immer schön schnell reingehen, schnell ausfahren den Trick, clean landen, am besten keine Butt-Checks. Das bedeutet nicht mit dem Hintern das Wasser berühren, aber auch nicht den Kite-Loopen bei der Landung. Das sind alles Hilfsmittel, um den Trick dann zu retten. Gibt aber Abzug in der Style-Note. Was hilft, sind Grabs, ordentlich Höhe, ordentlich Druck. Und natürlich Kontrolle. So ist es. Ja. Habt ihr mal kontrolliert, ob das funktioniert? Also habt ihr mal die Aufnahme gestoppt und dann euch angeguckt? Ob das ja, da, das geht. Ja? Das siehst du an dem Balken. Ja, okay. Das ist ja, der Ton macht die Technik ja nicht. Ja, doch, wenn ich. Doch. Ich habe gerade vor allem die Kameraeinstellung erstmal richtig schön gemacht, weil was das da gestern war, da. Schwierig. So, auch Willem hakt sich aus, kite ganz schön hoch. Führt dazu, dass er etwas unterm Kite herdangelt. Leider Crash in dem Fall. Wollte eine Rayleigh Transition machen, habe ich vor dem Contest noch mit ihm drüber geredet. Da hatte er mich gefragt, was das an Punkten gibt. Konnte ich ihm leider nicht beantworten. Dann Rayleigh mit Abzug. Aber ich höre hier gerade hinter uns, es gab nur einen Punktabzug, Rayleigh. Nee, der wollte eine Rayleigh Transition machen. Hatte der gesagt. Ja. So, das war Willem. Als nächster wieder Luca aus Süddeutschland, Meierhofer. Steht da? Mit dem Slingshot RPX. Gerade eben ordentlich performt mit dem Hinterburger 5. Kein leichter Trick. Das Junioren-Level ist am Start hier beim Rider of the Year Contest. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit der Performance. Jetzt Luca Meierhofer fährt jetzt los. Meierhofer. So, linker Fuß vorne wieder. Nee, Hand von der Bar weg. Meistens ein Zeichen dafür, dass er nicht abspringt. Wird scheinbar nach rechts springen und demnach wahrscheinlich sich Backside rotieren. Da rechts auch seine starke Hand ist, die an der Bar bleibt. Sind wir gespannt. Das ist jetzt natürlich eine Premiere. Ich persönlich habe ihn noch gar nicht kiten sehen oder geschweige denn kennenlernen dürfen. Aber baut ordentlich Druck auf, hat ihn, kriegt die Kante. Oi, back to blind mit Grab, leider Crash. Aber Grab und Handswap, nicht schlecht. Das ist, nenne ich anspruchsvoll. Der hat quasi gegrabt und musste mit derselben Grab-Hand dann wieder an die Bar zurück, um den ganzen Trick to blind zu drehen. Nicht easy, sehen die Judges eigentlich, gibt Punkte. Timo jetzt mit Druck, hakt sich aus. Alter, back to blind Airpass versucht. Gibt natürlich weniger Punkte dadurch, dass er den Trick eben schon in anderer Ausführung gemacht hat. Der Grab kommt gut, nicht schlecht. Als nächstes hier, Finn Flügel. Von dem haben wir schon einiges gesehen. Der kann kiten, der versteht das. Der kann sowohl foilen als auch freestylen und Big Air. So wie Wingfoilen. Wingfoilen macht er auch. Er war das erste, war beim Wingfoil Contest und ist tatsächlich Erster geworden. Nee. Doch. Echt? Hat er den ersten Platz gemacht? In Freestyle oder in Race? Ich glaube beides. Das war hier direkt gegenüber von der Sonneninsel hier in Richtung Kiel. Wingfoil-Weltmeisterschaft. Jetzt hakt er sich aus, geht in die Kante und es ist ein Back-to-Blind-Airpass leider. KGB haben wir leider auch schon, haben wir auch schon von ihm gut gesehen. Jetzt leider ein Crash. Da hat er sich auch etwas geärgert, das hat man am Schlag ins Wasser gesehen. Jetzt Willem. Ja, ist immer ärgerlich, wenn man die Tricks eigentlich kann und dann im Contest nicht steht, aber so ist es. Das ist immer das Schwierigste. Die Aufregung spielt mit. Manchmal einfach ein bisschen. Pech. Willem, Basissprung mit Grab in der No-Grab-Zone. Da muss man natürlich aufpassen. Ansonsten, oh, Crash sehe ich hier gerade. Leider nicht gestanden, das Ganze. Timo erstmal am Handy. Timo erstmal. Timo hier vorne am Handy, nochmal ein bisschen am Tinder nebenbei.
Mal gucken, wer ihm so in die DMs slidet. Das passiert natürlich, wenn man so performt. Macht sich jetzt auch wieder auf die Socken. Mit Handy. Ist es denn überhaupt wasserfest? Ist schon kaputt. Oder riskiert er gerade einiges? Oder ist das Handy eigentlich kaputt? Und er tut, ja, das war natürlich jetzt ergiebig, dieser Schlag. Ja. Was hat denn das gebracht? Ja. Kurz 10 Meter mit Händen, das war der Trick. Uni for Flex. Ja. Achtung. Technic Ride. Wer fährt jetzt? Als nächster Luca hier, kommt von links angebrettert, hüpft. Diese Sprünge bilden immer ordentlich Leinspannung und somit auch Geschwindigkeit. Fährt jetzt kalt, hat ordentlich Druck. Espen, Pass 3. Alter! Einen schönen Hard Attack gemacht. Das ist eine gestreckte Vorwärtsrotation mit Backside 360. Dabei einmal die Bar hinterm Rücken übergeben. Krass. Nicht schlecht. Und echt safe. Also generell das Bild ein bisschen dunkel. Kommen die Bayern hierher? Ah, guck mal, so ist doch viel schöner. Das ist die Blende. Aber lass die Blende mal so, dann ist mehr scharf. Hm? ISO kann man auf 320 stellen. Ja, so ist viel schöner. Aber das Ding ist, wenn du darüber filmst, wird es halt... Na, es geht. Geht schon. Kurze Kameraeinstellung hier nebenbei, damit ihr auch ein klares Bild natürlich habt. Was? Schatzi! Sonst, Finn, kannst du filmen? Ja. Kaloni. Ja, ich glaube, ich muss wieder zu Biebs machen. So, hier sehen wir jetzt Finn Flügel hier mit dem blauen Helm. Hat Bock, will zeigen, was er kann, kann einiges. Kamera wird jetzt wieder übernommen. Kameraführung wird wieder übernommen. Jegliche Fehler gehen an Finn. Finn ist sie. So, Timo Riemenschneider hier jetzt links. Ja, aber man kann es hier drauf nicht sehen. Hat ganz schön zu strugglen, dadurch, dass der Wind scheinbar sehr wenig ist. Das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Boah, Krebs. Jo, gesehen. Riesenkrebs. Jetzt Timo hier. Rechter Fuß vorne, Front Row Toe Side. Wollte einen Grab machen und wahrscheinlich to Rap drehen das Ganze, aber leider hat der Wind da leider nicht gereicht. Ja. Hier war gerade ein gigantischer Krebs. Unten an unseren Füßen, dadurch die Reaktion. Soll ich hier dran rumdrehen? Nein. Nee, nee, auf gar keinen Fall. So, kurze Kameraeinstellung. Als nächster Finn Flügel jetzt, macht sich ready. Linker Fuß vorne. Muss natürlich hoffen, dass er eine richtige Böe erwischt. Viel Wind ist nicht. Sieht man Finn Flügel auf dem Elfer kalt. Viel wiegt er nicht und hakt sich aus. Perfekter S-Mope. Kalt leider ein bisschen hoch bei der Landung und somit Speed verloren. Es gibt in der Style-Note etwas Abzüge, aber ansonsten in der Luft perfekt performt den Trick. Vorwärtsrotation und dann leitet man eine Rückwärtsrotation in der Luft ein. Nicht leicht, was die Kaider hier machen, aber sehr nice. Bedarf alles Übung, aber auch alles machbar. So, hier kommt Finn Flügel wieder reingefahren, während die Judges die Wertung festlegen. Okay, Willem, du kannst. Als nächstes Willem. Hier vorne mit Schlaufen sieht man ihn gleich losfahren. Linker Fuß vorne erstmal. Ein Rayleigh haben wir noch nicht von ihm gesehen, zumindest gestanden. Denke, das wird sein nächster Trick werden. Weiß.
natürlich, dass jetzt zugeguckt wird. Scheint nach rechts eventuell zu springen. Was natürlich auch gut für die Bewertung ist, wenn man sieht, dass er Tricks in beide Richtungen macht. Oh! Das war auf jeden Fall mal ein ambitionierter Versuch, einen Kite-Lube-Basissprung zu machen. Auf jeden Fall nach rechts, mit rechts vorne. Leider den Kite etwas zu weit rüber gelenkt. Als nächster hier Luca mit dem grün-schwarzen Slingshot RPX Kite. Baut wieder ordentlich Druck auf. Bisher super solide gefahren, hakt sich aus, grabbt Hinterburger, hat jedoch schon Hinterburger 5 in der Wertung. Da ist natürlich die Frage, die zählen in dieselbe Trickkategorie in der Regel. Wird aber nicht berücksichtigt, dementsprechend gute Punktzahl hier für Luca aus dem Süden. Meierhofer. Sehr schön gemacht. Meierhofer, ja. Hat er gut gemacht. Sehr schön performt. So. Luca kommt wieder zurückgefahren. Als nächster ist wieder Timo Riemschneider. Quasi Fehmarn Local, kommt aus Hamburg, aber ist oft hier am Fahren. Hat er gut gemacht. Sehr schön. Sehr schön ausgeführt. Hier jetzt Timo Riemschneider kommt auf uns zugefahren. Baut ordentlich Druck auf. Hat eine Böe. Geht in die Kante. Backmob hat tatsächlich mit dem Brett die Bar berührt, wir haben es gehört, nicht schlecht, also natürlich ordentlich Commitment an der Stelle. Problem war natürlich, dass er ein wenig zu weit weg von der Bar war und somit den Handlepass nicht bekommen hat. Als nächster wieder Finn Flügel. Auf jeden Fall extremes Talent im Kitesurfen oder Wassersport im Allgemeinen. Vorhin natürlich auch. Ich war 2 Wochen noch bei der Children of the Sea Academy, Kids Academy dabei gewesen. Genau, bei der Academy war auch dabei. Letztes Jahr sogar schon. Hakt sich jetzt hier aus vor uns. Blind Judge 3 perfekt gestanden. Kein Kite Loop, Kite schön runtergelenkt und mit ordentlich Speed rausgegangen. Das gibt auf jeden Fall gute Punkte. Schön ausgeführt. So wollen wir das sehen. Reicht. Sehr schön hier gemacht, den Flügel. Als nächster ist wieder Willem mit dem Core Nexus in 12 Quadratmeter. Und Crazy Fly Bar. Crazy Fly Bar auf dem Core Kite. Das ist natürlich eine exotische Kombination, die wir hier sehen. Aber scheint zu funktionieren. Letzter Trick! Letzter Trickversuch hier im ersten Heat. Letzte Trickrunde hier im ersten Heat der ersten Runde der Junioren beim Rider of the Year Contest. Tag 2 auf Fehmarn. Veranstaltet von den Children of the Sea. Hakt sich jetzt aus. Guck mal in die Kamera, statt auf den Typ. War alles drauf. Aber es war drauf, ja. Muss man sich beim Film immer darauf konzentrieren, dass man nicht in echt hinguckt, sondern eher durch die Kamera zuguckt. Ist natürlich nicht so spektakulär im Endeffekt. Hat gerade aber so Spaß gemacht. Hat eben bringt Spaß, hier zuzugucken. Wir wissen es wertzuschätzen. Sehr schön das Ganze. Jetzt Luca Meierhofer. Aus Süddeutschland. Immer diese Kiter aus Süddeutschland, die letztendlich echt ziemlich gut sind. Die sind natürlich, davon gibt es mittlerweile einige. Schöne Grüße dabei an Xaver Kiebler. Xaver Kiebler ist natürlich auch ein deutsches Urgestein im Kitesurfen. Genauso wie sein Bruder Jakob Kiebler. Leider nicht hier. Xaver tourt um die Welt. Jakob studiert. Aber eventuell irgendwann nochmal in Zukunft. So,
jetzt Luca Meierhofer, holt sich ordentlich Schwung hier von links, ist jetzt schon am Pumpen und hat da draußen auch eine ganz gute Böe. Hat ordentlich Druck. Boah, jetzt kommt da aber eine richtige Böe auf. Tailgrab. Oi. Leider nicht gestanden. Wollte einen gegrabten Back-to-Blind machen oder eventuell Back-to-Blind-Airpass. Gesehen von Timo Riemschneider, hat den schon gemacht im Heat. Der ist letztendlich auch als nächster jetzt an der Reihe. Grüne Flagge ist oben für Timo Riemschneider. Linker Fuß vorne. Erstmal. Braucht auch eine Böe, der Junge fährt auch gern mit Druck, was natürlich auch immer gut für die Gesamtwertung ist. Tobi, darf man dich heute schon sehen? So. Timo Riemschneider kommt jetzt auf uns zugefahren. Rechter Fuß vorne, wird wahrscheinlich nochmal einen Backmode probieren. Oder eventuell ein Front-to-Wrapped. Wir sind gespannt, hakt sich aus. Front-to-Wrapped mit Grab. Ah, schade. Front-Roll in die Grab. Nicht das, was er machen wollte, aber auch schön gelandet. Als nächstes wieder Fly Finny. Sehr schön. Auch wenn es nicht das war, was er wollte, aber es war trotzdem schön ausgeführt an der Stelle. Ordentlich Druck. Finn Flügel jetzt mit dem letzten Trickversuch. Letzter Trick des ersten Heats hier in der ersten Runde der Junioren. Fährt jetzt mit dem linken Fuß vorne. Yo! Oh! Hier links leider nicht gesehen, aber links im Bild hat Local Shredder Max Weise gerade einen Hard Attack versucht. Eigentlich auch sehr geil performt, aber dann leider bei der Landung etwas weggeknickt. Verholgert hat er das. Rest war aber sehr schön und ordentlich Druck. Naja, fünf Flügel jetzt. Kommt auf uns zugefahren. Da kommt eine Böe, wir spüren's. Hakt sich aus. KTB, Alter, nice, juhu! Da klatscht, das mag die Audience. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Eine eingeleitete Rückwärtsrotation mit einer Gegenrotation nach vorne und einem Handlepass. Kein leichter Trick, auf jeden Fall sieht man eher im Profizirkus nicht schlecht. Hat er sich wahrscheinlich auch gefreut, weil KTB ist ein Trick, da freut sich jeder. Das war jetzt erstmal der letzte Trick der ersten Runde hier bei den Junioren. Ein Ergebnis haben wir bereits, wird aber erstmal bei der Siegerehrung bekannt gegeben. Wir melden uns zum nächsten Heat wieder. So. Ich glaube, der Wind legt zu. Das wird nochmal gut. Hier gab es gerade eine Ansprache. Jetzt startet der zweite Heat der Junioren. Sorry, die zweite Runde. Startet jetzt mit denselben Teilnehmern. Die konnten sich gerade im ersten Heat die Platzierung sichern, die Startreihenfolge. Das bedeutet, Finn Flügel hat eben den Heat gewonnen und darf jetzt als letzter in diesem Heat losfahren. Das verschafft ihm einmal Willem hier, Basissprung. Transition, leider ein bisschen Speed verloren. Somit hat sich Finn Flügel gerade eben den Vorteil verschaffen, als letzter den Trick zu performen hier. Und somit kann er anhand der anderen Tricks sehen, was er machen muss, um wie viele Punkte zu kriegen, damit er im Rennen bleibt. Selben Teilnehmer, Reihenfolge hat sich geändert. Willem als erster eben gesehen. Jetzt kommt Timo Riemschneider, danach Luca Meierhofer und dann Finn Flügel. Timo! Riemschnitzel! Der Wind nimmt zu, somit auch die Action natürlich. Umso mehr Wind, desto mehr Druck kann man benutzen. Sehr nice. Timo hat jetzt amtlich Druck da draußen. Der hat richtig Druck. So wollen wir das natürlich sehen.
ordentlich Wind. Sehr schön, Timo kommt hier jetzt in unsere Richtung gebrettert, rechter Fuß vorne. Hakt sich aus, Krail und wollte noch einen Stalefish Grab hinterher machen. Das freut uns natürlich, so schöne Grabs zu sehen, aber wurde leider nur ein Crip, das bedeutet ein Rayleigh, Anhook gepoppter Rayleigh to Toeside, Switch gelandet. Gibt mehr Punkte als ein normaler Rayleigh in der Regel, vor allem mit Grab, aber ziemlich sicher nicht das, was er eigentlich hier machen wollte auf dem Wasser. Als nächster ist Luca Meierhofer, steht hier vorne, immer noch auf dem 12er Slingshot RPX unterwegs. Grün-schwarzer Kite, kriegt die grüne Flagge und fährt los. Pumpt ordentlich wieder, baut ordentlich Speed auf, hat Druck, geht in die Kante. Back Row Toeside wollte er leider nicht. Leider, da wollte er den Hinterburger wieder machen, aber leider hat es nur für eine Back Row Toeside gereicht. Passiert, wenn man den Pop nicht richtig erwischt, die Kante oder der Wind in dem Moment nicht mitspielt und man einfach nicht die Höhe kriegt, die man braucht. So, als letzter jetzt Finn Flügel. Erster Trickversuch hier im zweiten Heat der Junioren. Hier im Otterhafen auf der Sonneninsel Fehmarn. Direkt an der Mole fahren wir hier. Bessere Contest-Bedingungen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Hakt sich aus. 3-1-3 gestanden. Leider etwas Speed bei der Landung verloren. Und die Hand zur Hilfe ins Wasser gestreckt. Gibt natürlich Abzüge in den Style-Punkten. Jedoch safer Trick, safe gemacht. Ist ein Go-To-Trick, kann er gut, macht er gut. Willem kommt als nächster, steht rechts von uns. Sobald die Wertung eingegangen ist, ist er dran. Da in der Zwischenzeit einmal kurz auf Jan Burgdörfer da hinten. Trainiert mit einem schönen Slim 5 Kite Loop Crash leider. Schade, aber ein bisschen Action zwischendrin ist gegeben. Man würde ja Sinn machen, Trick tatsächlich einen Heat zu addieren, dass man halt einen So, Willem fährt los. 12er Nexus hat er noch. Am Ende wahrscheinlich nicht so ein Ergebnis, aber. Hakt sich aus. Ruah, leider crashed, da hat er nicht die Höhe, die er brauchte beim Rayleigh bekommen. Hat ihn amtlich nochmal aus dem Wasser gehebelt danach, da hatte der Kite wohl scheinbar ordentlich Druck. Timo Riemschneider als nächster, kann eigentlich direkt im Anschluss fahren. Hakt sich jetzt aus. Boah, schön gegrabter Back-to-Blind, leider gecrashed. Sieht man auch in ähnlicher Ausführung von Jonathan Isselstein. Okay, mit ähnlichem Grab, macht er schön. Ist jetzt gerade am Judgen, jetzt Luca Meierhofer. Fährt los, 12er Kite, ordentlich Druck. Geht los, will jetzt wahrscheinlich wieder seinen gekonnten Hinterburger-Mode machen. Nee, sieht aus, wie als würde er nach rechts springen wollen. Ist natürlich auch kein Problem. Aber den RPM gibt's dann nicht mehr. Er wird APX. Ist das der neue RPM? Krass. Fährt jetzt mit dem neuen RPX von Slingshot. Scheint ähnlich wie der RPM zu sein, nur neu. Und wird mit X geschrieben. Und mit X wird er geschrieben. Wie der RPM nur anders. Jetzt fährt er mit dem rechten Fuß vorne. Ah, hat leider nicht den Druck, den er sich gewünscht hat. Das trägt er für eine dicke Uhr. Ja, hat eine ganz schön schicke Uhr am Handgelenk, ist mir auch schon aufgefallen. Dicker Klunker. Ganz schön große Uhr. Für den Drip, den darf man beim Kiten natürlich auch nicht verlieren. So, jetzt geht's los. Jetzt hat leider nicht den Druck, den er will.
und ohne Druck abspringen will keiner. Weder sehen noch machen. Hat nicht den Druck. Hat aber noch einen Schlag Zeit. Die soll er sich am besten nehmen. So. Kommt jetzt wieder auf uns. Oha, du hast was zu trinken dabei. Zugefahren. Ja. So. Eiert da hinten jetzt rum. Schade, ey. Man sieht gerade, irgendwie lässt der Wind erheblich nach. Zieh nochmal her. Geh her. Richtig her. Da hinten, ey, da hat man manchmal so einen dicken Druck. Da kommt so eine Düse durch. Alter, ich hab gestern den letzten Trick, den ich gemacht hab. Locker bleiben, der Papa hilft. Ich war auch immer gerne da, aber da beschleunigt so. Der die Bäume so krass, weil er da so Channel wird. Der gefühlt ist hier mal einmal gut, dann ist eine Pause und dann muss man aber auch direkt auslösen, weil der, weil sonst kriegt man die volle Ladung. Da bin ich auch gleich pur, Bernd. Ja? So. Oh, der muss... Versucht hier draußen jetzt immer noch Speed zu kriegen. So, wir haben hier gerade einen kleinen Windeinbruch. Hinterburger hat er gerade gemacht, habe ich gehört. Das habe ich leider Gottes verpasst. Trapped, Hinterburger trapped. Gestreckte Rückwärtsrotation. Und mit der Bar hinterm Rücken oder einmal um den Rücken gewrappt ist er gelandet. Deshalb auch der Name Hinterburger Wrapped. Kommt schon wieder. Weiter links oder weiter rechts sonst fahren? So, Wind kommt wieder. Jetzt sieht es wieder besser aus. Der baut sich noch auf. Gehen wir mal von aus. Als nächster Finn Flügel jetzt. Geht in die Startlöcher, fährt los. Hier linker Fuß vorne. 3-1-3 schon gemacht. Baut Druck auf. Könnte ein Frontmob werden. NIS, S-Mob. 1000 Namen dieser Trick. Aber will nach rechts springen. KGB haben wir von ihm im vorherigen Heat gesehen. Extrem krass. Schwieriger Trick. Sehr technisch anspruchsvoll. Können nicht viele. Von den Junioren eigentlich gar keiner, soweit ich weiß. Sloni. In der Muschi. So. Finn Flügel jetzt. Hat die Böe, die er braucht. Hakt sich aus. Front to Rap, leider gecrashed. Man muss aber auch sagen, der musste ganz schön ackern, um die Höhe zu kriegen, die er dann nicht bekommen hat. Leider Crash. War einfach zu wenig Wind an der Stelle. Da machst du nichts beim Kiten. Der Sport basiert nun mal auf Wind. Oder besser gesagt, ohne Wind geht da gar nichts. Als nächster Willem fährt los hier im zweiten Heat. Der Junioren. Sprung, Transition, Crash leider mit Grab, Kite. Ganz schön wenig Wind. Kite bleibt aber dennoch oben. Willem hier vor uns. Gerade leider sein Trick gecrashed. Als nächster Timo Riemschneider. Problem ist, Wind ist wenig. Das macht es nicht leichter und vor allem für einen wie Timo, der immer eher überall unterpowered fährt. Was natürlich auch sehr nice ist. Oh, pumpt ordentlich, hakt sich aus. Könnte ihn jetzt mal stehen? Ah, leider nicht. Das wär mal schön. Tatsächlich für einen Backmob braucht man auch in dem Fall gar nicht so viel Druck. Der geht eigentlich immer.
Der geht immer dadurch, dass man den Kalt so niedrig hat und den Trick auch relativ flach über dem Wasser performen kann. Als nächster Luca Meierhofer fährt raus, hofft natürlich, dass der jetzt die richtige Böe abbekommt. Asylum. Fährt ein Slingshot Asylum Brett, hakt sich jetzt aus, hat noch ein bisschen Druck. Ah, leider den Kite dabei wieder runtergelenkt. Schade und gecrashed. Leider gecrashed diesen Trick. Hätte er sich eingehakt, hätte er crashen können. Nicht das Finn wieder, ne? So, jetzt ist der Wind gerade wieder da. Hier links brettert Jan Burgdörfer an. Hat ordentlich Druck. Mal gucken, was der zwischendrin macht. Front Row Toeside. Leider nicht das, was er wollte. Ist auch schwierig. Der Wind scheint ziemlich schwankend zu sein. So, Finn Flügel hier ist an der Reihe, fährt ordentlich Halbwind, das bedeutet eher mit dem Wind fahren, um ein bisschen mehr Druck aufzubauen, Geschwindigkeit, und hat einen Front-to-Wrap tatsächlich noch trotz beinahe keinem Wind gestanden. Natürlich gut, trotzdem noch ein paar Punkte zu sammeln. So, hier vorne Luca Meierhofer kommt jetzt von seinem Trick zurück. Natürlich auch nicht leicht, mit so wenig Druck irgendwas zu schaffen. So, jetzt kommt hier gerade wieder ein bisschen mehr Wind, merkt man. Als nächster Willem wieder an der Reihe. Dritter Trickversuch oder vierter? Vierter. Vierter Trickversuch hier im zweiten Heat der Junioren. Willem jetzt als erster. Eben schon von einem Rally gesprochen. Hakt sich aus. Ah, leider. Wow. Alter, One Foot Rally und One Foot gelandet. Nice. Wäre beinahe ein NBD hier im Contest gewesen. Never been done. Das wäre natürlich. Und ich habe letztens noch davon gesprochen, wie geil One Foot Freestyle wäre. Freestyle mit Schlaufen und einfach ein paar One Foot Grabs reinpacken in so einen Blind Judge oder so. Wäre cool, aber schwierig. So, jetzt Timo hat den Druck, den er sich wünscht. Knallt da ordentlich nach draußen, aber wird nach rechts springen wollen. Springt auch immer schön direkt vor unserer Nase ab. Kommt auf uns zugefahren hier. Mit ordentlich Dampf, ey. Hat Bock. Hakt sich aus. Front Row Grab in die Toeside. Der wollte den wahrscheinlich to Wrap drehen, aber so wie er ihn gemacht hat, war er trotzdem super stylisch. Ordentlich Druck gehabt und ordentlich Speed in der Landung gehabt. Nicht schlecht, Herr Specht. Haben wir gesehen. Cool gemacht. Ganz schön gebrutzelt, ja. Kamerawechsel hier nebenbei. So, hier jetzt wird wieder performt an der Kamera. Finn, ihr habt das schon auch super gemacht. Ja. Luca? Luca Meierhofer, jetzt fährt hier los im Bild. Hat jetzt mehr Druck, das spielt ihm natürlich sehr gut in die Karten. Dadurch, dass er dieselbe Kaltgröße fährt wie seine teilweise deutlich kleineren
Konkurrenten hilft ihm das natürlich ordentlich, wenn er auch ordentlich Wind hat. Luca kommt von links. Wird eh nichts bis 12. Willst du nur mit uns halten? Ja, nachher. So, hakt sich jetzt aus hier direkt vorne. Espen passt rein. Oh, beinahe einen perfekten Hard-Attack gemacht. Er war perfekt. Nur leider den Pass nicht bekommen. Finn, du kannst. Schade. Finn Flügel jetzt an der Reihe. Bereits einen KGB im vorherigen Heat gemacht. Ob wir den jetzt wiedersehen, wäre natürlich schön. Eventuell sogar jetzt, wenn der Wind da ist, mit noch mehr Druck. Jo, sieht aus, als würde er nach rechts springen wollen. Und das tut er auch. Da ist die Chance auf den KGB natürlich hoch. Blind Judge 3 hat er auch noch nicht gemacht. Vierter Trickversuch hier. Blind Judge 3. Clean gestanden. Cleaner geht's nicht. Mit Frontroll danach, um noch ein bisschen Kontrolle zu beweisen hier. Von Nyangan. Sehr schön gemacht. Ordentlich Speed bei der Landung gehabt. Fährt das Ding aus. Da freut er sich. Oder über eine Welle. Nice gemacht. Zu Recht gefreut. Sehr schön. Da. Als nächster wieder Willem. Letzter Trickversuch. Letzte Trickrunde hier von den Junioren. Willem fährt los, beginnt das Ganze. Hat noch kein Rayleigh. Will ihn aber, geht direkt anhuckt. Hat er gemacht. Oh, da gibt's Applaus. Da gibt's Applaus. Das, oh, noch eine Steezy Grab Transition. Ah, natürlich nicht ganz so stark in die Kante gegangen wie einige seiner Konkurrenten, aber trotzdem anhuckt, gesprungen und gelandet. Als nächster wieder Timo Riemschneider, hat richtig Bock, hat ordentlich Druck, committet aber auch die Sachen größtenteils. Hat Druck, ja, fährt jetzt mit linken Fuß vorne. Ja, letzte Runde. Letzter Trickversuch hier von Timo Riemschneider vor dem Finale. Und dann mit 7 versuchen. Ja, also heftige Consistency eigentlich. Deswegen muss man das so eigentlich. So, fährt jetzt auf uns zu. Hier rechter Fuß vorne, Timo Riemschneider. Arbeitet zurzeit hier auf Fehmarn als Kite-Lehrer. Somit verbringt er natürlich viel Zeit im Wasser zumindest. Ist immer von Kite-Schule zu Kite-Schule abhängig, ob man auch viel. Oh, schön, ey! Nicer Back-to-Blind mit Indy. Alter, perfekte Ausführung. Kite, schön. Schöne Position des Kites. Nice ausgefahren, ordentlich Speed. Kein Fehler. Textbook. Als nächster ist Luca Meyerhofer. Ein schöner Back-to-Blind. Letzter Trick des zweiten Heats hier von Timo Riemschneider. Letzter Trickversuch zumindest. Luca Meyerhofer jetzt als nächster. Aus Süddeutschland. All the way hochgefahren nach Fehmarn, um die norddeutsche Sonne zu genießen. Denn die hat heute Kraft. Hast du das denn Ärger, dass hier ein Reservenbecken geschwommen ist? Nee. Gibt's da sonst Ärger? War ja auch keine Probleme. Achso. Hat jemand gesagt? Gestern, ich kam hier noch mal. Naja, hier vorne steht Finn Flügel, macht sich auch mental schon mal ready. Kam der Hafenmeister? Nee, der hat der Typ mir super besoffen erzählt, dass es hier super Ärger gab, dass hier hinter der Mole so viele Leute waren und gefahren sind. Ja. Und dass Leute sich Hafenbecken schwimmen. Ja, dass hier so viel los ist, haben die sich aufgeregt. Ja, aber der war auch richtig, also der war richtig voll. Voll auf Zinne. Jüde? Voll auf Zinne. Voll, ja. Voll. Schon alle, Luca Meyerhofer holt sich ordentlich Schwung da ganz hinten. Will er da hinten springen, ist natürlich immer geiler für die Judges und für euch da draußen, wenn er direkt vorn springt.
Ist jetzt auch schon nah. Schön hoch. Espen Pass 3er. Clean gelandet. Nice. Und Steezy. Sehr safe gemacht. Gestreckte Vorwärtsrotation mit einer eingeleiteten Backside. 360 Grad Drehung dabei. Die Bar einmal hinterm Rücken gepasst. Espen Pass 3. Auch genannt Hard Attack. Dadurch, dass man sich dreht und davon einen Hard Attack kriegen könnte oder so. Ich weiß auch nicht, wieso der Trick so heißt, aber kennt man von auch einem süddeutschen krassen Kiter, Jonas Wachmied. Der macht den immer mit einer doppelten Vorwärtsrotation und geht dann in den Händepass. Das ist natürlich nicht leicht. Hier seht ihr die Crowd. Nee, gar nicht wahr. Hier seht ihr Ramon Erdmann. Perfektes Seitenprofil hier. Konzentrierter Blick beim Judgen. Gestern schon performt auf dem Wasser, heute am Land am Mithelfen. Letzter Trick hier von Finn Flügel jetzt. Letzter Trick, zweiter Heat. Hakt sich direkt aus hier vorne. 3 ins 5. Oh. Leider die Bar verfehlt und noch eine Nose-Edge gecatcht. Schade, aber trotzdem schön delivered. Der Wind wird mehr, das Wetter ist geil, die Rider am Bock. Wir sehen uns gleich wieder beim Finale der Junioren. Gerade wieder auf und ihr könnt auch gerne ein bisschen außerhalb fahren. Also ein bisschen weiter rechts, da ist immer eine Düse und weiter links ist auch ein bisschen mehr Druck. Wir sehen das auf jeden Fall von hier. Also guckt, wo ihr gut Druck habt, wo ihr ordentlich die Tricks machen könnt und ihr müsst es nicht direkt vor unserer Nase machen. Zur Reihenfolge. Erster Platz, eigentlich ist alles gleich geblieben wie davor. Selbe Reihenfolge, diesmal war es knapper. Finn ist erster mit, ich glaube, 6,5. Luca ist zweiter mit 5,9 Punkten. Dann Timo, dann Willem. Das heißt fürs Finale, also erstmal Applaus. Sauber gefahren. Was extrem geil ist, ist dieser Style, sprich Grabs und alles, was damit eingebaut wird, sehen wir sehr gerne. Also ja. Versucht das mit einzubauen, finden wir richtig gut. Und der Wind hat ein bisschen zugenommen, das heißt jetzt gleich fürs Finale haben wir 5 Tricks zählen aus 7 Versuchen. Vier aus 7 Versuchen. Und selbe Reihenfolge wie eben, Willem fängt an. Wenn ihr soweit seid, kann es losgehen. Wollt ihr kurz Pause oder was trinken? Was essen? Wenn alle ja, ready hier sind, haben sie eine kleine Ansprache vom Head Judge Linus Erdmann Finale gehört. Noch einmal alles geben. Einmal kurz Neo ausspülen. Okay, dann Willem kann tatsächlich anfangen. Ja, jetzt wird der Final-Heat wird jetzt ausgefahren. Kameramann, bitte schnell auf Willem schwenken. Dieser führt gerade seinen ersten Trick aus. Hat sich ausgehakt und wieder eingehakt. Weiß noch nicht ganz genau, was er machen will. Wobei das hier eigentlich mehr Spaß bringt. Zarte Elfe. Ja, oder? So. Geht direkt weiter, ich bin da. Timo, was hast du da eigentlich mal so nach rechts? Da, hier. Finale hat angefangen. Willem fängt an in diesem Finale. Ja. Auf dem warten wir. Jetzt ist plötzlich wieder kein Wind mehr. Sobald hier eine Wolke vor der Sonne ist, ist auch der Wind plötzlich weg. Finale hier der Junioren. Beim Rider of the Year Contest 2021. Willem hakt sich aus. Ah, poppt noch nicht, zählt noch nicht. Oh, ups, da hatte ich gerade einen kleinen Schluck auf. Ich hoffe, das entwickelt sich nicht zu einem richtigen. Das wäre nämlich beim Moderieren sehr ätzend, aber auch ganz schön lustig, glaube ich. Ja, naja. Ja, hier, 2021 Ride of the Year Contest von den Children of the Sea organisiert. Wir sitzen hier an der Hafenmole vom Orterhafen auf Fehmarn. Aktuell haben wir hier das Finale der Junioren. Timo Riemschneider, Luca Meierhofer, Finn Flügel und Willem ist dabei, sind dabei. Natürlich, wir warten jetzt auf Willems ersten Trickversuch. Wind ist wechselhaft, baut sich noch auf. Wie ein riesiger. So. Achso, hat Willem jetzt? Ja.
So, Timo Riemschneider, ich habe Willems Trick gar nicht gesehen, aber Timo Riemschneider kommt hier jetzt rechter Fuß vorne, hat Druck, geht in Toeside, Ekmo! Schade, zeugt natürlich für eine Kontrolle, Ekmo, das bedeutet aus Switch eine Halse fahren und aus der angekanteten Halse gegen den Kite Druck aufbauen. Und sich dadurch in die Luft hinaus schleudern und sämtliche Rotationen einleiten. Sieht man auch häufiger vom mehrfachen deutschen Meister und Organisator dieses Events, Mitorganisator und aktuell Judge Linus Erdmann. Ist immer gut, wenn man ein bisschen zu viel Druck hat tatsächlich, weil man durch die Halse ordentlich Druck aus dem Kite rausnehmen kann. ECMO nennt sich das Ganze. Wenn man das Ganze mit einer Mope macht. Luca Meierhofer als nächster fährt los, linker Fuß vorne. Reihenfolge ist Willem, Timo, Luca und Finn, wie eben, wie gehabt. Hat Druck, hakt sich aus. Nice, Pop! Oh, wollte wieder einen Hinterburger 5 machen. Leider nur für einen Crash gereicht. Sah aber soweit eigentlich ganz gut aus. Finn Flügel jetzt als nächster direkt. Fährt direkt los. Brett Signature, geshaped von seinem Vater. Geht in die Kante, 3 ins 3 hat er so safe, wie als könnte er den blind. Kite leider einen Tick hoch bei der Landung. Das sorgt natürlich dafür, dass man nicht so viel Speed hat. Am Ende. Als nächster wieder Willem. Hier hat Finn Flügel gerade seinen letzten Trickversuch performt. Den letzten Trickversuch der ersten Trickrunde, sorry. Hier im Finale. Die Rider haben jetzt 7 Versuche. Das ist natürlich ordentlich was. Davon gehen die 4 Besten in die Wertung. Die 4 höchsten. Scores. Nee, irgendwie morgen hat er Zeit, aber morgen sieht das mit dem Wind ja so schlecht aus. Ja. Der ist busy. Und dann Sonntag schon wieder keine Zeit. Mhm. Ja, nur am Waiten oder was? So. Riemschnitzel. Als nächster. Timo Riemschneider. Zweiter Trickversuch hier im Juniorenfinale. Jetzt hat er gerade eine ganz schöne Böe. Jo, der hat Druck. Sehr nice. Hat den Kite ordentlich tief schon. Umso tiefer der Kite beim Absprung, desto mehr Punkte gibt das meistens, weil man eben mehr Speed hat. Toeside Egg! Wo ist er denn? Ah. Leider den Egg-Move-Versuch nicht geschafft. Aber er hat das Wasser noch nicht verlassen. Somit zählt der Trick auch noch nicht. Oh! Hat er gemacht. Wir waren uns alle etwas uneinig. Es hat ein wenig gedauert, bis er den Trick gelandet hat. Aber letztendlich hat er den irgendwie gewuppt gekriegt. Wie auch immer das möglich war, er hat es gemacht. Aus der Halse genug Leinspannung und Druck in der Kante aufgebaut, um sich aus so einer Halse rauszudrehen. Als nächster. Luca Meierhofer aus Süddeutschland mit dem Slingshot RPX. Wo denn überhaupt Süddeutschland? Weiß ich nicht, sag du. Ich weiß nicht. Ich weiß es aktuell auch nicht, deshalb, ich habe schon gesagt, ich sehe den jetzt tatsächlich das erste Mal. Hat er auch noch gar nicht die Ehre.
wartet jetzt auf die grüne Flagge. Da freut er sich. So, wartet aufs grüne Licht. Timo freut sich, hat einen Eggmobe gemacht. Natürlich ein wilder Trick, sieht man nicht so häufig. Ich weiß tatsächlich selber gar nicht, was der für Punkte gibt. Ich glaube nicht so hoch tatsächlich, aber hier natürlich cool zu sehen und cool für die Crowd, mal eine Abwechslung zu sehen. Aber war Stand. Ja. Y vielleicht. Was hat Luca nochmal für ersten Trick? War vielleicht so. Ja. So, Luca kommt hier jetzt von links mit seinem grünen Kite. Ja, Ufer. Das könnte so hoch werden. Hat ordentlich Druck in der Kante. Oh, oh Alter! Was war ich, das sah von hier aus wie eine optische Täuschung an der Stelle. Ich weiß nicht, war das gerade ein Aspen to blind oder ein Backroll to blind? Ja. In die andere Richtung. Also es war quasi ein Back to blind, nur gestreckt gedreht. Ein Hinterburger to blind, der ist natürlich selten, aber wäre an sich echt ein cooler Trick. Finn direkt hier, links an der Mole direkt. Ne, Hinterberger bezeichnen wir noch nicht. Ah, leider Crash. Beim vermuchten, versuchten Frontmobe. Sache mit Passen. Also ich sag mal so. Willem ist bis jetzt auf jeden Fall hängen. So, als nächster Willem. Direkt vor uns. Geht für den Basissprung. Beine hoch in die Luft. Leider Crash an der Stelle. Langsam kommt Druck, ne? Ja. So, der Wind nimmt zu. Das war aber eben schon die Kite am Druck. Als nächstes ist Timo Riemschneider. Krasses Ding. Kernig, Alter. Kernig, kerniger Trickversuch eben von Luca. Jetzt Timo hat Druck. Timo geht in die Kante. Oh, Frodo, nicer Grab. Lange gehalten. Hätte er den Trap gezogen, wäre das womöglich einer der schönsten Moves, die wir heute gesehen hätten. Das war brutal lang gehalten, der Grab. Ambitioniert und motiviert. Hier vom Timo. Riemen Schneider. AKA Schnitzel. Riemenschnitzel. Hallo, hier. Sehr schön. Schöne Action. Als nächster. Luca wartet. Hat die grüne Flagge, fährt los. Right Engine, Neo Right Engine Trapez, Slingshot Equipment. So wie sich das gehört. Und eine Rip Rope natürlich auch mit am Start. Oh, Johnny trinkt Red Bull. Danach wird er Geräusche sehen können. So, jetzt Luca Meierhofer. Scheint wieder nach rechts springen zu wollen. Ey, Johnny, ist Peter im Auto? Ja. Ja. Versucht eventuell wieder einen Back-to-Blind oder tatsächlich wieder so einen Hinterburger-to-Blind. Gestreckte Rückwärtsrotation mit Gegenrotation. Nicht hast leicht. Hast du eigentlich dein Stativ mit? Ich hab gar nichts mit. Schade. Ah, wir haben auch ein Stativ. Warum haben wir das eigentlich? Ja, müssen wir auch. Das wäre irgendwie geiler. So, Luca kommt hier jetzt gegen in unsere Richtung geknallt. Alter, der hat richtig Druck. Alter! Jetzt. Oh, oh nein, ey, schade. Oh, wollten. Oh, nice. Den hat es gerade beim Wiedereinhaken richtig einmal aus dem Wasser gehebelt, aber eigentlich war das ein Trick. So, hat er schön leider gecrashed, aber war ein Back to Blind mit schönem Grab und richtig Commitment. Der Typ hatte richtig Druck. Der Luca hat er durchgezogen. Als nächster jetzt Finn Flügel. Hier beim Finale. Guck, ich hab 0,12 jetzt.
Linus. Linus. Zweiter oder dritter? Dritter Trickversuch hier von Finn Flügel jetzt. Rechter Fuß vorne, danach geht's auch schon los mit dem vierten von sieben Versuchen. Vier gehen in die Wertung ein. Noch zwei sichere. Ach, mehr. Das sieht den besten. Vom Zelt erschlagen zu werden. Ja. Ja, ne? Was hörst du da? Naja, Finn Flügel jetzt. Linker Fuß vorne hat ordentlich Druck. Elfer Kite, das ist natürlich nicht ohne. Hakt sich aus, aber man kann auch immer den Kite ein bisschen ausbremsen, indem man vorher stark ankantet. Oder ärgert er sich, da ging der Schenkelklopfer los. Das passiert natürlich dann auch erst, wenn die Frustration einsetzt. Man sieht aber schon am Horizont, der Wind nimmt zu, die Schaumkronen kommen. Die Sonne bleibt da, das Wetter bleibt warm, als nächster wieder Willem. Hakt sich aus, hakt sich wieder ein. Wollte er noch nicht, aber hat auch ganz schön Druck. Und Basissprung. Ah, ah, noch nicht, oh. Ja, das zählt noch nicht als Versuch. Auch geil. Zuerst Rayleigh versuchen, aber dann so, nee, einen anderen Trick. Aber vielleicht springt er ja jetzt was nach rechts. Das wäre natürlich nochmal eine Umstellung. Im Profizirkus wird das dann irgendwann so, dass die Kiter sich einigermaßen die Tricks vorplanen, was sie machen müssen. Andererseits hat der Letzte im Heat, in dem Fall Finn Flügel, immer den Vorteil, dass sie anhand der anderen Tricks von den anderen Ridern sehen, was sie machen müssen, um wie viel Punkte zu kriegen. So, fährt jetzt da hinten vorm Leuchtturm, hakt sich aus, geht ganz schön lang in die Kante und springt jetzt ab. Und hat leider ein bisschen hoch bei der Landung und somit ein bisschen Speed verloren. Aber fährt weiter, bis die heutig längste Kante gehalten von Willem. Nicht schlecht, anhuckt. Meine Wolken. Gibt's Style, ne? Speed, Alter, immer overloaded. So, als nächster Timo Riemschneider holt von rechts Speed. Seid ihr bereit? Ja. So. Hat jetzt ordentlich Druck hier, kommt von links. Kommt von. Oh, richtig Druck, der Junge! Macht Egg wieder. Egg. Oh, schade. Alter, aber einen perfekten Pop eigentlich rausgeholt. In der Luft noch etwas Not ausgedrückt. Mit einem Schimpfwort. Das natürlich davon zeigt oder zeugt, dass er den Trick nicht committed hat. So. Luca Meierhofer jetzt mit richtig Druck. Geht er downwind. Boah, Kante. Boah, er ist betrapped! Boah, der war aber nice! Extrem spät gegengedreht, was natürlich brutal cool ist. Finn, du bist! Wenn die sich derart spät gegendrehen, dann sieht das sehr stylisch aus. Auch eigentlich perfekt, um einen Grab einzubauen. Das war hier jetzt der vierte Trickversuch von Luca Meierhofer. Jetzt kommt der vierte von Finn Flügel zu unserer Linken. Timo! Wenn du jetzt kalt wegsitzt, bist du raus. Steck den Druck einfach in die Kante. DQ, Alter. So, jetzt hier Finn Flügel auf dem Elfer kalt. Blindshot. Leider nicht gestanden an der Stelle. Geiles Brett. Das ist ein Signature-Brett, das hat sein Vater geshaped. Sechs Finnen? So. Ja. Geil. Genau, fährt mit sechs Finnen. Zwei Finnen mehr an der Heel-Side. Will einer starten, noch jemand starten. Aber gerade alle ganz schnell angeblasen. Oh, Willem. Boah, hier ist easy Action hier von Luca vor uns. Double Grab to Blind hooked. So, als nächster Willem. Willem ist schon gesprungen, hat einen Basic Jump gemacht. Basissprung von Willem hier.
Fünfter Trickversuch beim Finale der Junioren. Als nächster wieder Timo Riemenschneider, wollte gerade schon eigentlich den Kite wechseln, ist noch auf einem 13,5er unterwegs, was natürlich ganz schön motiviert ist, aber letztendlich war es davor auch der goldrichtige Kite. Gold Kiteboarding, da arbeitet er. Timo? Ja. Ist jetzt natürlich ein bisschen viel. Aber eigentlich zu viel Druck gibt's gar nicht, ne Timo? Ja, jetzt hat er ordentlich Druck. Ja, eben. Ja, ist perfekt. Ist perfekt, besser geht nicht. Geht in die Kante, hakt sich aus. Alter, das wäre geil. Double Grab. Wollten Crail to Stalefish Grab machen. Wenn man die steht, natürlich einer der steasiesten Grab-Kombinationen, die man beim Kiten so machen kann. Crail bedeutet mit der hinteren Hand die Nose-Graben vom Brett. Sehr anspruchsvoll. Noch anspruchsvoller ist ein Seatbait, das bedeutet mit der vorderen Hand das Tail zu graben. Dann ist das Ziel natürlich immer schön lange zu halten. Fünfter Versuch jetzt von Luca Meierhofer. Alle überpowered, aber immerhin fair, weil jeder überpowered ist. Wer aber richtig Bock hat, ist Luca. Potenzial, den ersten Platz abzuräumen. So, aufmacht er sich, hakt sich aus, gestreckter Hinterberger, perfekt wrapped. Den finde ich sogar to wrapped in dem Fall geiler als mit Airpass, weil es einfach geiler aussieht in dem Fall. Super kontrolliert gelandet, Kite kein Zentimeter bewegt. Sehr schön. Textbook, besser kann man eigentlich einen Hinterberger to wrap nicht machen. Gestreckte Back Roll, Rückwärtsrotation mit einem Frontside 360 hinterhergehängt. Bar komplett hinter den Rücken gewickelt, gelandet. Wrapped. Jetzt als nächster Finn Flügel. Vor 2 Wochen tatsächlich hat er noch bei der Academy mitgemacht, genauso wie letztes Jahr. Children of the Sea Academy, wo wir den kleinen, dem Nachwuchs quasi des Kitesurfens aufhelfen, in die Profi-Szene einzusteigen. So kann man es, denke ich, ganz gut formulieren. Gibt es natürlich auch für Ältere bei den Community-Events, wo wir das mit den Älteren machen. So, jetzt hier Finn Flügel, Blind Judge, 1. Ja, Blind Judge, clean gepasst. Trotz extrem viel Druck ist das natürlich schwierig. Ja, Community-Event quasi für die älteren Generationen, sollten die dann auch nochmal Interesse haben, ordentlich Freestyle-Coaching zu bekommen oder Big Air, Wave, alles was man will. Eine Woche geht das Ganze, im Blauen Haus findet das statt, mit allem drum und dran. Care Package, all inclusive mit Kite Coachings und natürlich eine Hammerzeit. Kleiner Mann, große Kante. So, wen sieht man hier? Das ist der deutsche Nachwuchs von Lonia und Linus Erdmann, und zwar ist er Jano. Oh, der mag das aber gerade nicht so, dass die Kamera auf ihn gehalten wird. Ah, jetzt wird er aber auch wieder glücklicher. Der wollte gerade nicht gesehen werden, aber will ja auch nicht jeder immer. Wer fährt denn jetzt? Riemenschnitzel? Ja. Als nächster Timo Riemenschneider. Geht wieder Toeside, aber hat gar nicht so viel Druck gerade. Braucht er eigentlich gar nicht. Und hat auch schon einen. Jo! Yeah! Jo, jetzt hat er. Hat er gestanden. Ausgepumpt aus dem Schirm, ey. Alles rausgeholt aus dem Kite, um wieder ins Gleiten zu kommen. Oh. Und macht da hinten noch ein bisschen hier Molen, Faxen. Faxen an der Mole. Schatzi, alles gut. Jano will auch kiten.
Den regt das gerade ein bisschen auf, dass er hier nicht kiten kann. So, ja klar. Ich dachte, der muss jetzt rein. Als nächster kommt wieder Luca Meyerhofer mit seinem 5. Trickversuch. Sechster Trickversuch. My bad. Linker Fuß vorne hat ordentlich Druck, committed aber auch immer komplett in die Kante. Hat eben sehr schön Hinterbürger to Rap gemacht. Hinterbürger 5 versucht, leider die Bahn nicht bekommen. Kommt häufig vor bei so viel Wind. Finn, du kannst. Finn Flüge jetzt mit seinem 6. Trickversuch. 6 von 7. Willem, letzte Runde. Sauber, Timo. Läuft. Nee, den habe ich vergessen. So, Finn Flüge hier jetzt von links ins Bild. Hat ordentlich Druck, sieht man. Der kann quasi ohne die Bar ranzuziehen frei in nicht fahren. So viel Wind ist aktuell. Das wäre wild. So viel Power, nur den Chicken Loop zum Aushaken. Wurde schon gemacht, hat man schon gesehen. Ja. Alex Luis Hudges. Der Freund von. Hast du noch nie gesehen? So am Chicken Loop. Hier Finn Flüge jetzt direkt vor uns, Front Roll. Oh, da. Ehrgeizig ist er. Hat ihn nicht gefreut. Der Trick. Wollte eigentlich einen Front Wrap machen, aber hat einfach gerade zu viel Druck. Ich habe den 3-2 letztens mal in Chicken Loop reingepasst und weitergefahren danach. Hauptteil. Aber ist ein Crash. Pinflüge hier, Front Roll. Letzter Trickversuch im Finale des Rider of the Year Contest 2021 der Junioren. Willem startet nach links, springt immer schön zügig. Ah, will sogar nach rechts springen. Alright, da sind wir gespannt. So, und danach stehen auch dann schon die Wertungen. Wer gewinnt diesen Contest? Hat jetzt gerade hier eine Sprungtransition vor uns hingelegt. Rausgenommen, weil sonst hat er wahrscheinlich vom Wert her. Nehmen wir den ersten, den zweiten. Jetzt verstehe ich, ja, bei den. Habt ihr den gesehen? Ohne Wert. So, das war Willem mit seinem letzten Trickversuch im Juniorenfinale hier beim Rider of the Year. Als nächster Timo Riemschneider. Fährt erstmal nach links, um Speed zu generieren und sammeln. Mach mal hier. Wohnen. Timo Riemschneider, ordentlich Druck. Darf noch nicht. Wird noch. Die Judges sind noch am Überlegen. Wo sind die anderen zwei Finn? Heelside. Auch an der Heelside-Kante, aber in der mittig dann verteilt. Timo wieder Eggmo. Alter, Egg Front Wrapped hat er gestanden. Da freut er sich, direkt in die Transition übergegangen. Steezy ausgefahren, Alter. Nicht schlecht. Egg Front Wrapped, nicht schlecht. Der war perfekt ausgeführt, kein leichter Trick. Nicht schlecht hier von Timo Riemschneider. Kam jetzt natürlich auch häufig aufs Wasser. Dadurch, dass er hier den Sommer über an der Kiteschule arbeitet. Also erinnert ein Kite ein bisschen. Gold Kiteboarding School. Bei Gold Kiteboarding. So, als nächster Luca Meyerhofer. Okay, kann man weitergehen? Den Trick davor von Timo, das muss ein Crash gewesen sein, ne? Ja. Habt ihr auch als Crash? SM 01. Sehr nice. Gut gemacht. Nicer Trick.
freut er sich. Natürlich ein geiles Gefühl, das zu stehen. So, Luca Meierhofer jetzt mit seinem letzten Trickversuch. Dann treffen wir uns am Parkplatz wieder zum Skipper-Meeting oder selber freies Fahren. Siegerehrung heute Abend ganz spät am Blauen Haus. Siegerehrung heute Abend spät am Blauen Haus. Das Skipper-Meeting hat es jetzt gesagt für die Frauen drüben auf der anderen Seite, ne? Ja, genau, drüben auf der anderen Seite. Just saying. Timo, geht 12? Beste Zeit an dir, Gabi. Spät am Blauen Haus. Ja? Ja. Gar nicht alle gleichzeitig auftauchen. Ja? Ja. Geht? Ja. Kommst du auch mit? Ja. Von der Shredding. Ja. So, Luca Meierhofer jetzt von links mit ordentlich Druck, mit richtig Druck. Hakt sie aus. Es mit Hardecheck! Wow, Alter, was für eine Höhe! Mit Buttcheck gestanden. Alter Schwede. Letzter Trick hier im Juniorenfinale. Richtig Dampf, Commitment. Mega nice. Jetzt muss Finn Flügel natürlich als letzter hier mit seinem letzten Trickversuch auch nochmal alles geben, um gleichzuziehen mit diesem Hard Attack und davor von Timo, dem Egg NIS. Hammergeil gemacht. Mit richtig Dampf. Macht Laune zu gucken. Finn als nächster. Finn, letzter Trick. Finn, letztes Jahr schon beim Voll Freestyle gewonnen, beim Ride of the Year. Hakt sich direkt aus. Front Row leider gecrashed, wollte ein NIS machen. Hat aber auch über viel Druck, sieht man hier gerade. Und das war's, letzter Trickversuch hier von Finn Flügel. Das war das Finale der Junioren hier beim Ride of the Year Contest an der Mole in Ort. Wir sind fertig hier. Alter, das Timo hat nochmal Bock. Und wir hören uns dann entweder beim Frauencontest oder beim Finale wieder, bei der Siegerehrung wieder.